So, und damit willkommen zur 6. Folge Splatoon Road to Splatoon 2. Und diesmal nicht so viele Japaner. Gut. Ich dachte schon, das letzte Mal waren es ja. Ja, ich war gerade noch eine andere Waffe gewöhnt. Ja, ich spiele heute mal eine Sniper. Ich muss sagen, also keine Ahnung. Mit Sniper spielen kann ich. Naja, geht so, aber. Also gut, ich hatte mal mit einer Sniper, ich mal meinen Kill-Rekord aufgestellt. Aber auch halt auch auf meiner Lieblingsmap. Und vielleicht kann ich auf. Ja. Das weiß ich nicht. Ob ich. Da hinten ist doch wer. Ich sehe es doch. Und danke, dass er mich weggesnappt hat. Er hatte gleich Waffe ich. Oder nicht, ich habe nicht den Eigenzielkonzentrator gerade. Wisst oder? Habe ich den Eigenzielkonzentrator? Ne, den ganzen Mal. Gut. Dann warte. Um hier einzufärben, nehme ich über die Bomben. Okay. Ich spiele gerade irgendwie nicht gerade gut. Oh. Hey, ich wollte doch gerade weg. Ach man. Blamier mich gerade richtig. Ich glaube, ich bin irgendwie gerade richtig scheiße. Ja, auf jeden Fall. Ja. Keine Ahnung. Sniper spielen. Auf meiner Lieblingsmap, da kann ich relativ gut Sniper spielen, würde ich mal sagen. Oder sonst. So, ich spiele jetzt ein bisschen. Natürlich! Du weißt natürlich, wo ich bin und gehst genau zu mir hin. Ich meine, hey! Wer weiß es denn noch nicht? Okay, ja gut. Man hat vielleicht gesehen, wo ich hin bin, aber trotzdem. Dankeschön. Danke, dass mir auch mal ein Kill gegönnt wird. Ich geh mal darüber. Und geh auf den besten Posten, um sich killen zu lassen. Danke. Oh. Hat mich getroffen. Oh. Ja, toll. Hab ich erst zu spät gesehen, dass jemand kam. Okay. Mit Wunderklecks erledigt. Du kommst mir entschieden zu weit zu uns. Ich weiß nicht, wo der hin ist, aber ich hoffe, ihr fährt schon mal ein bisschen um, weil. Ah nee, schade, ich hätte keine Tinte mehr für eine Bombe. Gut, vielleicht kann ich noch ein bisschen ändern, aber wir haben auf jeden Fall verloren. Naja. Vielleicht habe ich am Ende noch ein bisschen das geändert mit, habe ich noch ein bisschen, ja, meine KD verbessert, aber, ja, 2-4, ja, war jetzt nicht die beste KD, okay. Ich muss mal, wenn dann das Kofferverschlager kommt, damals Sniper spielen, ich glaube, da habe ich definitiv bessere Folge. Okay, bis gleich. Und da betreten wir auch schon wieder das Blauflossendepot. Ich muss gerade gucken. Ah, in der Aufnahme ist die zweite Runde. Okay, ja. Ich versuche jetzt hier mal ein bisschen einzufärben. Obwohl einzufärben, ja, ist ja nicht meine Arbeit mit einer Sniper, aber hier am Anfang kann man immer sehr schön einfärben. Wenn man hier einfach nur so ein, ja, ein bisschen mit den Schüssen rumstreut. Schade. Oh. Nein, das war nicht so geplant. Oh, schade. Hier werfen wir die Bombe hin. Die soll ein bisschen umfärben. Und dann kann ich hier einfach nochmal ein bisschen reinschießen und. Gut. Da ist jemand. Wieso habe ich den nicht gekillt? Den hätte ich doch fast. Schön. So habe ich jetzt fast so ein
nicht erstmal die Bomben. Ein Pinsel gekillt hätte, wenn ein Sniper einen Pinsel killt. Ein Pinsel. Wenn ein Sniper jemanden mit Pinsel killt, dann, ja. Danach hat er mein Loot verdient. Weil, also halt aus der Nähe meine ich natürlich. Der Pferd ist ja kein großes Kunststück. Einfach weg zu snipen, aber sonst. Nee, du kommst natürlich nicht raus. Nee. Dankeschön. Einmal, ja, jemanden mitgenommen. Habe ich gerade jemanden gesehen. Oh. Die bin ich in den Schuss rein. Oh, schade. Nächsten weggesniped. Ja, jetzt seht ihr vielleicht, dass ich ein bisschen besser bin als da, als in der Runde davor. Also. Ja, dass ich nicht ganz so schlecht bin wie davor. Weil dass ich eigentlich mit Sniper nicht so schlecht bin, aber ja. Kommt niemand. Ah, Sniper von uns, ich dachte gerade, der wäre gegnerischer Sniper. Oh. Komm. Ah, schade, der hat mir zwei gekillt. Er kann mich nicht einfangen gerade. Oh, nein, schade, jetzt wurde ich am Ende noch gekillt. Das hätte eigentlich nicht sein müssen. Komm, wir dürfen nicht verlieren. Ja, gut. Ja, wir haben sehr, sehr eindeutig gewonnen. Okay. Hoffentlich ist die KD jetzt, also die KD ist besser, definitiv. Vermute ich mal, als davor. Mit meiner 2 zu 5 KD. Oder 2 zu 4, ich weiß gerade gar nicht mehr. 3 zu 1, es war auch nicht gut, aber hey. Hä, ist echt voll schlecht. Okay, nee, das ändern wir jetzt mal. Ich spiele jetzt entweder noch ein oder zwei Runden, bis ich mal ein bisschen mehr Kills mit der Sniper mache. Hatte ich nur 3 Kills? Oder habe ich gerade nicht bei mir geguckt? Okay, bis gleich. Und da sind wir auch schon auf der dritten Runde im Mario Resort. Ja. Ich mag, also die Map mag ich ja auch nicht gerade sehr. Ist meine zweit nicht gemochte Map. Zweit am meisten nicht gemochte Map. Alles klar. Nee, ja, auf jeden Fall. Das Camp Schützenfischler, glaube ich, heißt. Mag ich noch weniger, aber bin jetzt definitiv auch kein Fan von der Map. Okay. Kommt da wer? Fällen wir ganz schön wieder um. Nee, das ist gar nicht gut. Wenn mich ein anderer Sniper sieht, dann kann ich mich aber wegsnappen. Ich muss mal sagen. Ja, fährt mir hier mal ein bisschen ein. Vor allem auf der Seite. Oder auch nicht. Wo ist denn das mal? Schade, den habe ich nicht. Oh. Da wollte mich gerade der andere Sniper killen. Ja, auf der Map glaube ich kaum, dass ich viele Kills machen werde als Sniper, aber. Ah. Nee, da wollte ich mich lieber nicht hin, weil. Ja. Da wartet der eine mit der Dünenrolle ja nur drauf. Kommt jemand? Was euch gefällt? Warte nur. Ah, da hinten ist ja eine Sniper, aber. Irgendwie, keine Ahnung, soll ich ein bisschen weiter vorwagen. Weil hier ist ja niemand. Also nicht viele Leute. Okay, da. Komm, sage ich's. Komm auch schon. Welche? Gut, vielleicht kann ich mir jemanden durch meinen Bombenhagel killen. Ui, haben gerade mein Handy gehört. Ach man, ich kill gerade echt niemanden. Nein, dahinter ist jemand. Das ist oh, der ist schon tot. Gut. Das war jetzt nicht die beste Ulti. Nicht
die am besten eingesetzte Ulti. Ja, und meine Nullkills sind jetzt auch nicht gerade überragend. Dankeschön. Danke, dass ich endlich mal einkillen konnte. Danke, der zweite gleich. Oh, geht. Oh. Ah, fast noch den dritten, aber der war zu nah da. Habe ich jetzt zu klein geschossen, weil ich halt da ja, nicht genug Hinter hatte. Für einen großen Schuss. Okay. Gut, dann versuche ich mal vorzukommen. Meine KD ist schlecht, leider. Dich, nehme ich. Nein! Ach Mann, den hätte ich doch noch. Ach schade, dann hätte ich wenigstens doch ein Kill mehr. Nee. Da muss jetzt noch eine Runde dran, weil... Geht ja nicht. Dass ich euch jetzt nicht zeigen kann, dass ich wenigstens auch ein bisschen was mehr mit das bisschen mehr mit der Sniper kann. Hilfe. Ja, 2 zu 1 die KD. Naja. Zwei direkt hintereinander gekillt. Oh, ich habe sogar voll viel eingefärbt. Na gut, wahrscheinlich mit einem Bombenmagel. Okay, bis gleich. Und da sind wir dann auch schon in der nächsten Runde. Also in der vierten Runde. Ich habe jetzt noch die drangehangen, weil, ja, ich wollte euch nochmal ein bisschen mehr Kills zeigen. Ich hoffe, ich kann jetzt auch ein bisschen mehr Kills machen, weil sonst, ja, ist ja langweilig, wenn ich, weiß gar nicht, wie ich es mache. Achso, ich werde wahrscheinlich die nächsten, ja, oder generell meine Parts immer so auf, immer drei Runden in den Parts spielen. Vielleicht mache ich auch manchmal mehr, aber eigentlich so sollte es generell, solltet ihr euch an, ja, komm gleich mit zu reden. An drei Runden pro Part gewöhnen können. Okay, Halleluja. Kann ich den von hier hinten? Nein. Dich kann ich aber wegsnipen. Den nächsten kommt. Trau dich. Damit ich dich wegsnipen kann. Dankeschön. Komm, wo sind denn noch welche? Es geht ja nicht, dass ich jetzt sehr so schlecht war. Oh. Ich nehme hoffentlich nicht gerade bei uns alles ein. Ach, schade, der wurde schon gekillt. Gut. Nein, du gehst bitte weg. Sollten wir auf die andere Seite rüber? Ah, oder auch nicht mehr. Gut. In der Luft. Weggesnappt. Nice, im nächsten. Gut. Ja, vielleicht sieht er jetzt halt endlich mal, dass ich auch ein paar Kills machen kann. Okay, Du gehst mal bitte weg. Oh. Okay, ja, gut. Ich wollte gerade sagen, ich darf mich nicht so weit vorwagen, sonst wäre ich noch gekillt. Aber das war dann wohl mein Fehler. Kann man noch irgendwo schön Leute killen? Oder... Wurde einfach eingefärbt. Du kommst bitte mal da weg. Das gefällt mir gar nicht. Dankeschön. Ich dachte mir schon, das geht ja nicht. Alles klar. Die färben ja richtig viel gerade eben ein. Oh, nein. Ha, der ist reingelaufen. So, gut. Nee. Wenn ich geortet werden kann, dann soll ich nicht so weit vorgehen. Ah! Oh mein Gott! Hilfe! Da wurde ich von hinten ja gut. Hat mich jemand gesehen und wollte mich wegsnipen. Dann musste ich da weg und dann bin ich dem nächsten in die Arme gelaufen. Hoffentlich ändert sich meine KD jetzt doch nicht ins Negative noch. Komm. Ich hätte schon noch kriegen können, oder? Findest du das sicherlich auch? Ich habe die Bombe gesehen, aber ich dachte, die wäre... Ja, ihr hättet mich nicht mehr killen können. Och man, da wollte ich euch noch zeigen, dass ich auch ein bisschen besser sein kann. Und dann lasse ich mich am Ende noch die ganze Zeit killen. Aber ihr habt hoffentlich gesehen, dass ich vielleicht auch ein bisschen snipen kann. Okay, ja. Wenn er mal als Koffer für Schlager drankommt, dann hoffe ich, dass ich ein bisschen wieder besser snipen kann. Ja, 5 Kills, 3 Tode. Die 3 Tode waren ja nicht alle nötig. Aber gut. Okay. Dann war es jetzt auch schon für den Part. Ich würde sagen, ja. Habt noch einen schönen Tag.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.